Bruno! Weiter, 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 weiter! Gut! Halt mit.
nicht lange, ne? Den Arm hebt doch. Falsche Richtung. Oh, Akku gleich leer. So. Kommen wir noch rüber in den Hof, laden den Pulverisierer noch ab. So, holen wir mich in der Halle. Ich bin gerade am Umsatteln. Hängt der Rampetieflader drauf, den brauche ich morgen früh. Ich habe die Sattelplatte verschoben. Hauptgerät habe ich schon. Den da nehme ich.
bisschen hochheben. Hat man einmal Klick gemacht. Aber er ist drin. Er ist drin. So. Ein bisschen hochheben. Mache ich noch meine Leitungen dran. Ich tue noch ein bisschen Scheibe putzen. Das könnte ich noch machen schnell. Ich sitze hier in der nagelneuen Raube. Wie man sieht, keiner ist mal fähig, ein paar Tropfen Sprit hier rein zu machen, wenn ich jetzt stehen bleibe. Hier hoch zu's. Dann ist es eben so. Ich habe nur meine Kamera, meine Halterung dabei. Ich hoffe, das ist okay. Diese beiden Hähne habe ich schon offen und den hier ziehe ich jetzt. Man sollte sich eigentlich das Bett senken, aber macht es nicht. Und ich gehe das in der LKW-Tank, weil ich jetzt die Pumpe aus habe. Gleich. So, ich fäng die gleich auf.
Tür noch zurück, bis ich jetzt dran stehe und dann kommen wir hinten dran. So, abgeladen, man kann noch Aufheber tanken. Das Teil voll getankt. Fahre ich morgen früh nach Imsweiler an die Umgehung hin, wo der Tunnel quasi rauskommt, wo die Brücke gebaut wurde. Dahin kommt die hin. Ich fahre hier gerade aus dem Berg raus. Leider. Er hat noch was auf dem LKW liegen dahinter, das er noch holen muss. So, ich hier umlaufen lassen, sonst passiere ich die Bordsteinkante. Okay.
Lange, soweit ich weiß, bringe ich den nach Simbach, unser Lagerplatz. Dann schauen wir mal. Muss gestern, wo ich den Arm vom KMC geladen habe, da muss noch ein zweiter Bagger hin. Yeah.
Hof. Da wollte ich eigentlich den Bagger jetzt abladen, da vorne, wo der steht. Geht aber. Immer kurz davor laufen. Blick. Ist die Fernbedienung angemacht? Oder war die ganze Zeit an? Keine Ahnung. Dass ich abhängen kann und der Bagger dann ins Baufeld kommt. LKW fahre ich ganz vor. Gut.